gut. Wir stiefeln den Berg wieder hoch. Wir machen uns jetzt auf den Weg ins Weiße Rössel. Das. Was haben wir denn da, Herr Müller? German Bratwurst. Ja, ich habe was gekauft. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, wir melden uns mal wieder. Immer noch vom Camping Chikat. 8000 Mal ihr. 8000 Mal, ihr seid bekloppt, ehrlich, ey. Vielen, vielen Dank. Das ist der Wahnsinn. Wir hätten schon gar nicht mehr dran geglaubt, aber wir haben echt hier in Kroatien die 8000er Marke überschritten. Vielen Dank. Vielleicht möchte meine Frau auch was sagen. Ja, natürlich. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank an 8000 Follower. Wir sind mega begeistert. Und ja, wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. Also top. Ja, wie gesagt, wir sind noch auf Camp Chikat. Heute ist Dienstag, der 1. Oktober. Das Wetter ist so langsam ein bisschen im Umbruch, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist heute nicht mehr so sonnig, wie es die letzten Tage war, leider. Ab morgen soll dann Regen kommen. Mehr oder weniger, ich weiß es nicht. Es ändert sich irgendwie stündlich, das Wetter. Aber gut, Beachtag fällt heute aus, aber den hatten wir heute sowieso nicht geplant. Wir wollen heute eine kleine Fahrradtour machen. Hier gibt es einen schönen Aussichtspunkt, wo man hinfahren kann. Und dann wollen wir nochmal nach Velilošin uns das kleine Örtchen mal angucken und heute Abend wahrscheinlich irgendwo essen gehen. Ja. Mal wieder in unser Lieblingsrestaurant Coralie heißt das Ganze. Ey, wenn ihr da mal essen wollt in Velilošin, geht wirklich dahin. Faire Preise, wirklich faire Preise und das Essen ist sau, sau lecker. Ehrlich, kann ich euch nur empfehlen. Unbezahlte Werbung. Ne? Also rein Bauchgefühl sozusagen. Ja, da marschieren wir dann heute Abend mal hin. Mal gucken, ob wir direkt von der Tour hinfahren oder erst nochmal hierher und dann nochmal hin. Und ja, und wir stellen uns die Frage, die wir immer stellen. Die Steffi hat es ja gerade eben schon mal angesprochen. Es geht mal wieder um die Wetter-App. Wir machen das jetzt ganz normal, dass wir hier die Woche noch verbringen. Wir fahren auch erst am Freitag zurück. Entweder bauen wir das Zelt am Donnerstag noch ab. Innen drin, das ist schnell, alles schon am Donnerstag verpackt. Aber das Zelt, wenn es halt nass ist, wisst ihr selber, ist natürlich nicht so schön. Und deswegen gucken wir mal, entweder noch am Donnerstag in der trockenen Phase oder halt erst am Freitagmorgen. Ist mir scheißegal. Dann fahre ich halt erst mittags mit der Fähre rüber und rammel die Nacht durch oder was weiß ich. Tracker halt. Ne? Das macht mir nichts aus. Aber das geht mir tierisch um, sagt mir, am Anfang der Woche macht sich schon Gedanken, wie man heimkommt. Man tut das natürlich schon diskutieren, wie machen wir das hier alles. Und wir lassen es jetzt einfach auf uns zukommen. Wie gesagt, es ist erst Dienstag, das Wetter kann sich in der Zeit noch 5-mal ändern. Fakt ist, dass auf alle Fälle, denke ich, der Beach nicht mehr Thema sein wird, leider. Weil das Wasser total ruhig ist und kalt ist es jetzt auch nicht. Nein. Also rein theoretisch könnte man sich ja noch mal ins Meer legen. Aber wir machen das heute mit der Radtour, wie wir gesagt haben. Und gut ist. Wir legen uns morgen an den Strand, wenn es regnet. Genau. Ne? So machen wir es. Wir haben ja schon genug Farbe abbekommen. Das passt. Da kann man die Haut jetzt mal ein bisschen ruhen lassen. Also, wie gesagt, wir haben jetzt fertig gefrühstückt. Wir müssen jetzt hier noch den Tisch ein bisschen abräumen. Ne? Und dann, was ich? Ja, wer denn sonst? Macho Müller. Macho Müller. Ich decke den aber auch fast immer. Also, und dieses koch Mal, immer. Ich habe ihn gedeckt. Ne? Ja, aber nur weil. Boah, ja. Also, wir räumen den Tisch gemeinsam ab, machen uns dann fertig und nehmen euch dann mit auf unsere kleine Radtour. Also, bis dann, ihr Lieben. Ich ziehe mir einen Rock an und helfe. Bis dann. Kleiner Scherz. So, Leute, wir sind bereit für unsere Fahrradtour. Yes, of course. Wir stehen jetzt hier
an der Rezeption und haben nochmal nachgecheckt, weil wir ja am Freitag, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, am Freitag hauen wir ab und wir müssen bis 13 Uhr erst vom Platz sein. Also total easy, ehrlich. Ja, ey. Da haben wir echt Zeit, ja. Und dann fahren wir so lange, wie wir wollen und dann schlafen wir irgendwo und genau. Hauptsache, wir kommen Samstag nach Hause. Ja, dass die Frau unbedingt Samstag nach Hause will. Ja, ich würde ja auch Sonntag nach Hause kommen. Nee, ich will den Sonntag... Aber ich würde auch am Sonntag nach Hause kommen. Ja, du, aber ich will den Sonntag einfach noch gechillt zu Hause verbringen können. Ja, das will sie. Weh, ich kann nicht chillen am Sonntag. Dann zieh dich warm an. So, jetzt fahren wir los mit unserem Fahrrad. Ja. Fahren wir auf diesen Aussichtspunkt, wie gesagt, düsen ein bisschen da rum. Ich habe vorhin mal die Ketten ein bisschen mit WD-40 eingesprüht. Sollte helfen, damit der Rost nicht noch mehr wird auf der Kette. Ich habe nämlich nichts anderes dabei. Na ja. Und wir düsen jetzt los. Und I würde sagen, melden uns. Genau, bis dann. Ja, Leute, gerade die Fahrradtour angefangen und wahrscheinlich müssen wir es ja auch gleich wieder abbrechen, weil mein Mann sein Rad hat komische Geräusche gemacht beim Schalten und das ganze Ding ist lose. Hier. Ja gut, das habe ich jetzt festgemacht, die Schraube da hat sich gelöst. Hm. Also kann man schon mitfahren jetzt. Ja? Ja, ist ja fest wieder. Hm. Die Frage ist nur, ob es jetzt hält. Mhm. Oder ob wir nochmal auf den Platz müssen, um dass ich es ein bisschen fester kriege, weil ich habe es jetzt nur handfest. Mhm. Ich habe nämlich nichts dabei. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Vielleicht wäre es sicherer noch mal kurz auf den Platz zurück, weil da hat, glaube ich, mein Männle ein bisschen mehr Werkzeug. Ja, das wäre eigentlich ganz gut. Meinst du es besser? Ja, bevor es uns auseinanderfällt ständig. Ja. Ich meine, ich merke es ja, wenn es auseinanderfällt, aber es echt nur handfest ist hier. Hm. Weil das war hier komplett los jetzt hier. Ich habe das vorhin mal ein bisschen, wie gesagt, mit WD-40 eingesprüht. Und da war es nicht lose? Habe ich nicht gesehen. Das habe ich doch nicht gesehen, Mann. Hm. Keine Ahnung, ey. Ich meine, ich weiß ja jetzt, woran es liegt. Ja. Ach, wir fahren weiter und fertig, ey. No risk, no fun, ey. Also. Der Herr hat gesprochen, wir fahren weiter. Also. Ja, das Restaurant oder dieser Aussichtspunkt, wo wir jetzt hin wollten, hat leider zu. Aber ja. Ich habe mir schon so was Ähnliches gedacht. Ja, ist ja 1. Oktober. Weil es ja schon ziemlich jetzt Ende der Saison ist. Ja. Aber wir sind jetzt noch ein Stück weiter geradelt. Und ein bisschen steil ging es schon nach oben, aber mit E-Bikes war das gut machbar. Und jetzt sind wir an der Aussichtsplattform.
Aber ich merke, dass ich null Kondition mehr habe. Wir haben uns so wenig bewegt. Ja, das ist so eine Aussichtsplattform, aber auch gleichzeitig. Wir gehen mal hoch, ich zeige euch das mal. Oh, pass auf, ey. Die Bretter sehen alle nicht sehr vertraut aus hier. Und zwar ist das gleichzeitig der Startpunkt für eine Downhill-Strecke. Da sind wir jetzt gerade schon eben dran vorbeigerammelt. Hier kommt jetzt gerade noch eine RS vorbeigefahren. In Mäuschengrau. Ja, hier geht's los. Da geht's runter. Und es sind lauter so Rampen und sowas. Also ich denke, das macht schon Laune. Und vor allen Dingen, was ihr auch noch habt, ist eine brachial geile Aussicht. Das ist echt der Hammer. Auf die Insel Lushin, ne, wo wir ja sind. Und da hinten, ich guck mal, ob ich das hier auf den Finger drauf kriege, da ist Mali Lushin. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, wo die Steffi gerade schon festgestellt hat, dass die Bretter knirbeln wie Sau, ja. Da ist hier unten, das ist Wali Lushin. Und, oder Weli. Weli? V-E-L-I. Okay. Und da unten Weli Lushin oder Wali. Irgend sowas. Ja, und dann sieht man da drüben, sieht man schön das Festland. Ne? Da. Und so weiter. Geil, ne? Da wird die Wehmut doch schon ein bisschen groß, wenn man dran denkt, dass man doch leider am Freitag nach Hause muss. Das muss nicht sein. Jetzt an mir ging, ich könnte nur 12 Wochen verlängern. Und bei dir so? Jo, Arbeit habe ich gar keinen Bock. Arbeitsverweigerung. Wir waren oben auf dem Turm. Ja, ist ein bisschen liedschäftig, das ganze Ding. Also, ein paar Blätter haben sich schon durchgebogen. Ich hatte etwas Sorge, dass es mich hält. Da ist er. Seht ihr so? Und ein reger Verkehr hier, ehrlich. Wanderer, Autofahrer, krass, wer hier alles vorbeikommt. Wahrscheinlich wollen sie alle in das Lokal und stellen fest, dass es zu hat. Vielleicht. Leute, wie schön, Junge. Echt so richtig schön hier. Also wir fahren jetzt mit den Rädern eigentlich so ans Ende, ans südliche Ende von Lushin. Und das ist einfach nur geil hier, echt. Also ihr habt eine Aussicht hier, das ist ja der Wahnsinn. Ja? Ich weiß, ihr seht im Moment nur mich, aber damit müsst ihr klarkommen. Guckt euch das mal an. Laufen rote Leerrohre dadurch, wo wahrscheinlich Strom durchläuft. Weil wir haben gesehen, hier ist auch ja, so vereinzelt stehen hier echt Apartments, ey. Ja, da oben. Mit einer mega Aussicht und so, ne? Halt, da oben, ne? War ein schönes so Ferienbungalow, so sah das aus, ne? Hast du Ruhe, geht dir keiner auf den Sack. Okay, der testet gerade sein RS. Lass uns bitte nach Hause fahren, unseren RS holen. Auf den wir so lange gespart haben.
Nein. Nein, Quatsch. Ja, Leute, auch hier an dieser Stelle jetzt einfach mal, weil es verleitet doch nochmal das Ganze zu Revue passieren zu lassen zu heute Morgen. Ey, Frau, komm her. Wir möchten uns echt nochmal 8000 Mal bei euch bedanken für die Treue, die ihr uns wirklich jetzt seit fast 3 Jahren haltet und das in die Welt tragt, dass es uns gibt. Ne? Und ihr wisst ja, dass wir ohne euch gar nichts wären. Also deswegen 1000 Millionen Dank. Ganz, ganz dickes Bussi an euch alle, aber das habe ich ja heute früh schon gesagt. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und was uns total begeistert und fasziniert, das ist einfach, wir treffen euch überall. Das ist irgendwie so, gell, ob das auf UMAG war oder ob das hier ist, wo meine Frau gerade über mein Knie stolpert und mir total wehgetan hat. Nein, hat sie nicht. Ja, viele andere auch, die uns gegrüßt haben. Hier auch nochmal liebe Grüße im Video zurück. Und wie gesagt, 8000 Mal herzlichen Dank für das Abonnieren. Und Leute, 1.600.000 Aufrufe unserer Videos über 1.600.000. Überlegt euch das mal, das ist schon. Also da freuen wir uns schon mega. Ja, das ist schon. Habe ich nie mit gerechnet, dass das mal so kommt. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es wird langsam lustig, auf die 10.000 zuzugehen. Ja. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wir können das immer nur wieder bekunden und da stehen wir zu 1000% dahinter. Alles aus eigener Kraft. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Definitiv. Und wie gesagt, so, wir radeln jetzt weiter. Kleines Seestädtle. Eis gelutscht. Da ist der Frau Müller gleich wieder kalt geworden, dass sie eine Jacke anziehen muss. Das ist echt, jo. Diese Wechseljahre. Ist halt so. Was? Mein Mann hält mich für einen Jammerlappen. Das sagte ich, jammer nur noch. Er hat dieses Jahr schwer abgebaut. Ach du Lahmasse, so ein Schwachsinn. Immer so eine harte Sau, wie ich sie kennengelernt habe. Ja, wir sind jetzt was? Sehr schön. Hier habe ich noch keinen. Kaufwald. Ja, also wir müssen jetzt hier mal ein Magnet kaufen. Also das, was ich bis jetzt hier gesehen habe, hier so, ist ein Fischerdorf. Hat schon irgendwie was, aber... Was? Nee, es passt schon. Aber wie gesagt, kennst du einen Ort hier, kennst du alle. Denke ich, meine ich, sage ich. So, Magnet ist gekauft. Der einzige in diesem Urlaub, weil von allen anderen Orten oder Kress und so hatte ich ja schon einen Magneten, weil da waren wir ja schon mal. Jetzt haben wir uns gerade mit dem Verkäufer unterhalten, der sehr nett war und noch ganz gut Englisch sprechen konnte. Und er hat auch gesagt, haben wir uns über Euro und so unterhalten und die Preise. Und er sagt, es ist schon heftig, wie teuer alles geworden ist. Vor allem hat er auch gesagt, weil die Kroaten ja viel weniger verdienen als wir Deutschen. Dann habe ich gesagt, ja, es ist schon heftig. Er hat auch gemeint, wo es Kuna noch war, war alles viel günstiger. Ne? Ja, was soll ich dazu sagen mit meinem gebrochenen Englisch? Da kommt ein Auto, oder? Ja, das war ja so.
Nee, es war ja so. Ich habe ihm das auch gerade gesagt, so spaßhalber, sagte 3 Euro halt, gell. Da habe ich gesagt, oh, 21 Kuna. Ich sage, ey, really? ja, und nee, das hat er gerade gesagt, also dass wirklich alles günstiger war. Aber es war ja bei uns in Deutschland auch. Ne? Ja. Der Euro ist gekommen und schon ist alles 1:1 übernommen worden. Ja. Ja, ja. Obwohl es ein anderer Wechselkurs eigentlich vorher war. Also. Aber er hat auch gesagt, sie kommen zurecht. Ja. Ich meine, klar, wir kommen auch zurecht. Man muss sich halt irgendwie, keine Ahnung, anschaffen. Man muss ja gehen. Leben. Ich muss anschaffen gehen, ich muss YouTube machen. Aber jetzt haben wir es mal von dem Kroaten auch gehört. Ne? Ja. Genau das, was wir auch vermutet haben oder was ich gesagt habe, dass ich das schon heftig finde, wie teuer hier alles ist. Also lebensmittelmäßig. Ja, aber ich muss jetzt auch jetzt mal eine andere Geschichte sagen. Also flächen tut mich der Ort jetzt hier gar nicht. Naja, also es ist jetzt... Diese kleine Örtle, wenn man jetzt mal hier guckt, da oben zerfällt schon wieder ein riesengroßes Haus komplett da. Ja, das stimmt. Das ist... Weiß es nicht, also... Ja, also, meines hat schon so ein bisschen Charme. Wollen wir noch ein Stück hier hochlaufen, oder? Wenn du fragst, ob wir wollen, dann ist das meistens müssen. Wir laufen noch ein bisschen und dann gehen wir wieder zurück zu den Rädern. Hi Leute, wir sind wieder auf dem Campingplatz. Es ging jetzt doch relativ schnell heimzufahren. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, es dauert ein bisschen länger. Mir kam die Fahrt runter länger vor als jetzt hoch. Und wir sind jetzt auch durch den Ort Mariluschen heimgefahren. Das war vollkommen in Ordnung. Ja, wir wollen heute Abend ja nochmal nach Mali fahren zum Essen. Das war uns jetzt aber ein bisschen zu bald, weil es glaube ich erst 3:30 oder 4 Uhr ist. Und da braucht man noch kein Abendessen. Deswegen haben wir gesagt, fahren wir jetzt nochmal her, ruhen uns ein bisschen aus und schwingen uns dann nachher nochmal auf die Räder und fahren nach Mali Lan. Essen was und ich weiß nicht, vielleicht laufen wir noch eine kleine Runde. Mal gucken, je nachdem, wie das Wetter auch ist. Aktuell sehr windstill, die See liegt ruhig. Mein Mann findet bestes Badewetter. Ich weiß nicht. Also, nee. Ich muss jetzt nicht unbedingt ins Wasser hüpfen, aber willst du noch mal in... findet vor allen willst Dingen... du noch mal ins Wasser? Ich? Nee. Dein Mann findet vor allen Dingen, dass auf solchen Veranstaltungen mehr getrunken werden sollte. Welche Veranstaltung? Na hier die Jammerlappen-Veranstaltung. Ich würde sofort ins Wasser hüpfen. Skol. Nee, war cool. Lass mich mal kurz reden. Ich hab so einen Brand, ey. Hm. Ah, billige Blöre. Ich freue mich ja noch meinen Oettinger. Ja, nee. Boah. War ganz cool eigentlich, muss ich ehrlich sagen. 30 Kilometer sind wir gefahren, oder? 30 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Über den Kamm oben, über den Berg. Ne? Sonst wäre es ja kein Kamm. Da hast du eine sehr schöne Aussicht gehabt. Coole Aussicht. Ein bisschen doof zu fahren, wenn die Autos entgegengekommen sind, weil die doch meinen, immer recht eng auf Kuschelkurs zu gehen, die Brüder. Ja, das finde ich total bescheuert. Die fahren, die meisten, die uns entgegengekommen sind, waren echt irgendwie SUVs oder irgendwelche Trucks. Und die können echt mal, ne, auf den Schotter fahren, aber nein, da müssen sie auf dem asphaltierten Ding unbedingt fahren. Dann hast du gerade noch mal so viel Platz zum Reifen. Also, naja, egal. Was willst du machen? Es ist so, wie es ist. Solche gibt es aber auch in Deutschland. Ja. Und wir diskutieren uns die ganze Zeit ein Wolf hier. Auch wir könnten ja noch eine Woche hier bleiben oder sonst irgendwas. Aber wir können nicht hier bleiben. Wir müssen nach Hause. Weil zu Hause ist noch viel zu machen, bis der Winter richtig eintritt. Ja. Unsere Sauna muss aufgebaut werden. Ich will den Wellnessbereich herrichten. Ja, das stimmt. Das mit Sichtschutz, mit allem drum und dran. Und die Rabatten muss ich noch setzen fürs Blumenbeet, noch ein bisschen fertig pflastern, das ist nicht mehr viel. Aber es ist noch ein bisschen Arbeit. Genau. Und wenn es gut läuft, sogar noch den Holzschuppen bauen, weil wir brauchen Holz. Ja. Ne, damit die hier sich ein Zatterschnappen nicht abfriert oder so. Und ja, deswegen. Jetzt ist Dienstag. Morgen machen wir gar nichts.
Nee, morgen, je nach Wetter. Aber je nach Wetter. Wenn das Wetter hier noch ein bisschen ist, geht der Müller noch mal ins Wasser. Das schauen wir mal. Ich weiß es nicht. Also es zeigt Regen mit Sonne an. Wir lassen uns überraschen. Ja, wir haben das schon mal gehabt. Da hat es Regen angezeigt. Es war ein ganzer Tag strahlend blauer Himmel. Ja. Deswegen, also wenn es vielleicht noch mal passt, dann passt es. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Wir schauen mal. Also wir haben an der Rezeption. Was hat mich getötet? Wir haben vorhin an der Rezeption gefragt. Das haben wir aber, glaube ich, schon gesagt, dass wir bis 13 Uhr am Freitag auschecken können. Also total gechillt. Das passt eigentlich. Total gechillt. Und deswegen, wie gesagt, wenn es jetzt wirklich am Donnerstag noch mal regnet, was runterkommt und wir erst um 13 Uhr weg müssten, dann ist es so. Wir müssen am Samstag laut hier Frau Möller Samstagabend zu Nachmittag zu Hause sein. Wenn es Abend wird, ist es mir auch wurscht. Hauptsache, wir sind am Samstag fürs Mädchen zu Hause. Ja. So. Und wenn da wirklich alle Stricke reißen, dann baue ich halt erst am Freitag ab. Komplett. Das ist mir doch wurscht. Ja, sei doch mal ehrlich. Naja, hier wenn du um 13 Uhr vom Platz ja, musst. Ja, aber hier drinnen können wir doch schon am Donnerstag das machen. Das machen wir ja. Morgen wird erstmal Video geschnitten. Ja, also Freitag alles abbauen, Vormittag finde ich ein bisschen eigentlich sportlich. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Kriegen wir hin. Na, wir kriegen das alles hin. Also, genug gelabert. Eben. Wir wollten... Hey. Leute, so, wir sind jetzt ready zum Essen gehen. Es ist jetzt, glaube ich, kurz vor 6 oder um 6 Uhr rum. Ich prüfe das. 17.53 Uhr. 17.53 Uhr. Ja, schwingen uns jetzt auf die Räder, fahren nach Marly-Luchin, essen schön im Restaurant Coralie, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und dann machen wir noch einen kleinen Verdauungsspaziergang durch Städtle, oder? Genau, das machen wir nochmal, weil ich denke mal, dass es fast das letzte Mal sein wird. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, weil wenn es Wetter reden wir nicht mehr drüber. Nein. Ich sehe gerade, ich bin hier total weiß irgendwie, ne? Hier so. Ich muss so. Pigmentflecken hat sie. Weil ich immer so am Strand lag, weil ich Buch gelesen habe. Jetzt bin ich hier total weiß. Ich muss mal jäkeln. Das ist schrecklich. Also, wir nehmen euch mit und melden uns dann nachher nochmal. Auf jeden Fall und zeigen euch das leckere Essen. Ja, macht auch. Pizza Hawaii und du? Das ist eine Pizza Hawaii, habe ich gar nicht mitgekriegt. Hier ist eine Pizza Hawaii. Ich habe mir eine Speziale mit Spezialzusammenstellung machen lassen. Ich habe auf die Speziale nochmal scharfe Salami, Knoblauch, Tabasco und was war es noch? Irgendwas Scharfes noch. Habe ich gemacht. Der wird sich heute Nacht wieder totpotzen. Echt jetzt sowas? Widerlich, weißt du? Aber wenn ich euch erzähle, wie oft die Decke sich neben mir ist. Das ist der Arme. Das ist eine Unverschämtheit. Nö. Ja, und dann werden wir hier nochmal durch Städtchen durchlaufen, haben wir gesagt. Sehr geil. Jetzt kriege ich noch Tabasco. Und dann brennt mir wahrscheinlich wieder alles. Also, wir lassen es uns schmecken. So, ihr Lieben. Guten Abend. Wir haben jetzt sehr lecker wieder gegessen. Ich bin babsatt. Ich habe es noch nicht immer ganz geschafft. Ja, jetzt laufen wir noch. Und ich konnte noch nicht mal den Rest essen. Warum? Weil es Pizza Hawaii war. Hawaii, widerlich. Das Widerlichste, was es gibt auf dem Markt. Echt. Ach, Geschmack. Jetzt laufen wir noch ein bisschen rum. Wir haben jetzt gerade noch einen lecker Schnaps zum Abschied bekommen. Einen Kruskowatsch. Ja. Der schmeckt wirklich sehr gut. Wäre jetzt cool, wenn noch so ein Laden offen wäre, weil ich würde mir so ein Fläschchen würde ich mir mit nach Hause nehmen. Ja, ja. Weil das ist echt lecker. Ja, dort. Vielleicht kriegen wir ihn auf dem Campingplatz. Das kann auch sein, ja, dass wir ihn auf dem Campingplatz kriegen im Laden. Wäre möglich. Mal kicken. Also. Weil wir vorhin schon Eis gegessen das haben. Das ist korrekt. Glaub, das reicht mehr. Definitiv. No Eis mehr. Nee. Eis brauche ich jetzt keins mehr. Nee, definitiv nicht. Weiß ja gar nicht, ob das stimmt. So, Freunde, jetzt pass auf hier. Leute, wir haben einen Laden gefunden und schaut mal, was ich habe. Kruskowatsch. Die Frau Kressel. Ja. Die Frau Kressel. Ach, Kressel. So, stimmt ja. 15 Euro. Ja. Ist okay. Kann man kaufen. Ja.
Er hat uns gerade erzählt, im Supermarkt kriegst du es um die Hälfte günstiger. Weiß ich nicht. Aber ist uns auch scheißegal. Wir hauen es raus hier wie nix. Weil, also 15 Euro für eine Flasche Schnaps ist vollkommen. Trinken wir noch einen, ne? Ja, können wir vielleicht noch einen trinken. Oder zwei. Das schmeckt echt gut. Das ist schon scheiß lecker, ja. Das Kleid ist weg. Ich will gar kein Kleid. Da hängen jetzt keine Sommerkleider mehr draußen, die haben jetzt schon auf Herbst umgestellt. Und die waren nicht schön. Gibt es Daunenkleider jetzt? Ja. Lange Arme, Jacken drüber. Ja. Guck mal, da gibt es Fliegenpilze da drin. Ich möchte ich nicht. Sahen aber gut aus. Guck mal, vor den Restaurants laufen. Alles habe ich mir schon gedacht, ne? Wir haben gerade Eltern von einem Follower aus Schweinfurt getroffen beim Essen. Und die haben uns erzählt, wenn du hier hochgehst, die Straße, da ist so ein Restaurant, das lockt mit -20% und lauter so ein Scheiß. Und ihr wisst ja, wer ein bisschen Ahnung hat, da wo es Rabatte gibt, da wird es auch gerne aufgeschlagen vorher. Ja. Und die haben gesagt, es war total räudig da zu essen. Ja. Und das haben wir uns von Anfang an gedacht. Deswegen sind die und wir auch froh gewesen, dass die durch uns und wir so das Restaurant gefunden haben, wo wir immer gegessen haben. Ja, das ist wirklich gut. Also waren wir jetzt dreimal und es hat immer gut geschmeckt, ehrlich. Also definitiv. Da kann man echt nichts sagen. So ist es. Es gibt immer noch gegrillte Delfine. Muss ich was sagen, Leute? Wir haben heute Delfine gesehen. Das stimmt. Vom Platz aus. Ja. Da kamen unsere Nachbarn und man gemeint, das draußen sind Delfine. Und das ist echt. Und dann haben wir echt Delfine gesehen. Zwar etwas weit entfernt, aber wir haben sie hüpfen sehen. Und das war echt cool. War cool, ja. So in freier Wildlaufbahn noch nie gesehen. Ich habe gesagt, ich war jetzt schon so oft in Kroatien und habe noch nie Delfine gesehen. Und jetzt heute habe ich sie gesehen. Wie gesagt, zwar in Entfernung, aber man hat sie hüpfen sehen. Sie waren da. Ja, habe mich gefreut. Ja. Fand ich cool. Hat sie. Kann ich bestätigen. Fand ich cool. Roundabout, Leute. Ja. Ich habe zu meinem Mann gesagt, weil jedes Mal. Meine Frau hat zu mir was gesagt. Weil jedes Mal, wenn wir da die Bödle fahren sehen, es wäre schon ganz cool, wenn man Bödle fahren könnte. Wir wollen uns aber kein eigenes kaufen, weil unser Auto, der Kurt und dann nochmal ein Boot hinten dran, ist ein bisschen lang. Deswegen habe ich zu meinem Mann gesagt, er soll jetzt auf alle Fälle den Bootsführerschein machen, damit er hier in Kroatien Boot fahren kann. Und dann werden wir uns hier eins mieten. Hat sie gesagt. Ich kann da nichts dafür. Ich muss ja immer Ja sagen. Macht aber Sinn. Ja. Weil wir überlegen schon die ganze Zeit, das Ganze zu machen. Ja. Und eigentlich schon seitdem wir in Kroatien unterwegs sind. Naja, schauen wir mal. Es macht auf alle Fälle mehr Sinn als uns da jetzt ein eigenes Bödle, weil ich glaube nicht, dass wir das so nutzen würden. Nö, wenn dann später mal. Ja. Ja, ich würde sagen, fast fürs letzte Mal. Ne? Ja. Ich glaube kaum, dass wir jetzt hier nochmal hierher kommen. Nee, glaube ich auch nicht. Also weder jetzt in den 2 Tagen noch in Zukunft vielleicht. Ja. Letzten 2 Tage oder für Zukunft. Weil wir im Endeffekt ja so sind, dass wir eigentlich immer das ansteuern, was neu ist. Für uns. Ne? Für uns neu. Wir wollen immer was Neues sehen. Und wir waren jetzt einmal schon mit dem Auto so hier. Wir waren jetzt auf der Insel hier auf dem Campingplatz. Wir haben bestimmt nicht alles gesehen, weil wir auch viel gechillt und gegammelt haben, muss man ehrlich sagen. Gott sei Dank. Aber wir werden wahrscheinlich hier so Kress, Luschin, das werden wir vielleicht im Alter nochmal ansteuern oder so. Aber so. Demnächst erstmal, also die nächste Zeit definitiv nein. Genau. Und vor allen Dingen ist ja das auch für euch nicht interessant. Das muss man ja auch dazu sagen, wenn man ständig auf demselben Platz fährt. Ja. Wir haben für nächstes Jahr nämlich schon wieder was im Kopf. So sieht's aus. Das haben wir. Ja. Definitiv. So, Leute,
rechtzeitig heimgekommen. Wir sind gerade auf den Campingplatz drauf gefahren und just fängt es an zu regnen. Also zu tröpfeln, würde ich sagen. Regnen ist es jetzt noch nicht, es tröpfelt ein bisschen. Aber da haben wir jetzt echt Glück gehabt. Ja, mein Mann tut jetzt noch die Räder festmachen. Und, Hallo Leute. Ich habe ganz alleine aufgeräumt hier, habe die Fahrräder festgemacht. Meine Frau sitzt schon wieder nur faul auf dem Stuhl, hat mir zugeguckt und ich schwitze wie Sau. Das stimmt doch gar nicht. Als ob ich immer lügen würde. Ehrlich, ey. Ich habe die Fahrräder zusammengebunden. Ich habe hier, guck, den Scheiß alle rin geholt, weil es regnet. So, also bald soll. So, dann habe ich da draußen, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, mein Gestell aufgebaut. Spitzdachmäßig. Hab das zugemacht. Und was hast du gemacht? Ich saß hier und hab gut ausgeschaut. Schon allein dafür. Weiber, echt, ey. Jetzt muss ich wieder, jetzt steht sie nicht auf. Ich muss auf die Knie, ne, weil ich beim Hochzeitsantrag nicht auf die Knie ist. Nee, weil ich Ischias hat. Ja. Freunde, wir sind da. Wir hatten einen schönen Tag mit anfänglichen Schwierigkeiten, habt ihr gesehen, mit dem Fahrrad. Das habe ich aber gefixt oder fixen können. Das ist dann nochmal losgegangen, die Schraube. Und ich habe aber einen Imbusschlüsselsatz dabei gehabt und habe dann einfach mit dem Stein habe ich die Kronenschraube habe ich dann festgekloppt. Bis jetzt hat es gehalten. Aber wenn wir daheim sind, müssen sie auf alle Fälle mal in die Inspektion. Die müssen definitiv in die Inspektion. Ich kann das auch nicht verstehen. Bosch hatte angezeigt, dass wir schon 140 Kilometer drüber sind und angerufen in der Werkstatt und die haben gesagt, wir können fahren. Ne, also dann stelle ich mir die Frage, wofür die Intervalle sind, aber egal. Ja, wenn wir zurück sind, dann rufen wir da mal an und erkundigen. Das machen wir. Ja, ansonsten haben wir wieder lecker gegessen, habt ihr gesehen. Ja. Wir sind da rumgelaufen, war auch schön. Wir haben Schnaps geholt, haben wir noch was gemacht? Nö. Stimmt ja, du hast nichts gemacht. Ich habe ja dazu gemacht. Ja. Nein. Nein, es war soweit ein schöner Tag. Wir haben das Beste aus dem Wetter gemacht. Heute war es ja noch ganz okay. Ja. Wie ich vorhin schon gesagt habe, just wo wir auf dem Campingplatz gefahren sind, hat es angefangen zu regnen. Tröpfeln. Beziehungsweise zu tröpfeln, genau. Aber jetzt hat es schon wieder aufgehört. Hat schon wieder aufgehört. Ja. Also Stress. Ich glaube, das soll heute Nacht soll's irgendwie anfangen. Ja. Wir schauen jetzt mal. Wir schauen, wie es kommt. Es wäre schön, wenn die letzten zwei Tage noch Sonne gewesen wären. Ne? Ja. Aber das Glück haben wir irgendwie nicht. Nee. Das Wetter will uns nach Hause treiben. Ja, anscheinend. Na, in den verregneten. Ja gut, da fällt einem der Abschied leichter, wenn das stimmt. Das stimmt allerdings. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, wir beenden dieses Video dann mal hier. Wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder beim Abbau auf der Heimreise, weil wie gesagt, wir haben jetzt nur noch zwei Tage. Ja, wir machen jetzt eigentlich nicht mehr viel. Genau, viel machen wir nicht mehr. Wenn wir was machen, nehmen wir euch natürlich mit. Aber ansonsten würde ich ganz ehrlich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen über ein Like, ein Abo oder Kommentar oder alle drei Sachen zusammen, da würden wir uns noch mehr freuen. Und wenn ihr das Motto mit uns leben wollt, was da lautet, nix wie weg, dann kommt weiterhin mit uns mit. Wir, das sind die Möllis. So sieht es nämlich mal aus und freuen uns auf euch im nächsten Video. Bis dahin. Alles Liebe, bleibt gesund. Ciao, ciao.